Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Never Alone. Wir probieren das Ganze hier jetzt nochmal, wo wir das letzte Mal stecken geblieben sind. Ach so, okay, ich muss das Vieh, muss ich schon nach oben holen. Das muss mir auch mal jemand sagen, ne? Okay. So. Genau. Und jetzt musst du nämlich runter. Kommt da noch ein... Ja. Okay. So. Und bitteschön. Komme ich da... Ja, ich komme da schon so hoch. Okay. Oh Gott. Da ist der Knilch schon mehr oder weniger. Oh Gott. Na, ich sehe schon, da ist irgendetwas auch schon zum Zerstören. So, okay. Füchschen, komm mal her. Ah, ich sehe schon. Ich sehe das Problem. Okay, das hat funktioniert. Oh, Speicherpunkt, wie göttlich. Ja, natürlich. Das ist doch gemein. So. Der hat auch schon wieder solche Stacheln. Oh Gott. Sei lieb zu mir. Okay. Wo muss ich denn... Ah, okay, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Alles klar. Daneben, as always. Ach, du heiliger Scheiße. Okay. Wie soll ich denn da hin? Okay. Den Schwung ausnutzen. Ja, du... Ne? Wäre dann auch echt cool, wenn du dich festhalten würdest. Das, ja. Das wäre so eine Sache, die, wäre von Vorteil. Ich will ja nichts sagen, aber, ne? Würde uns an dieser Stelle sehr weiterhelfen. Okay. Neuer Versuch. Oh, göttlich. Oh, nochmal göttlich. Das ist ja schön, ich weiß es nicht. Oh Gott. Ja, und wie soll ich bitte seinen Deichsel klauen? Der sieht ja schon bedrohlich aus, ne? Alter Schwede. Oh Gott. Um Gottes Willen. Kann ich die noch weiter... Das ist wieder so ein... So ein Versuch, ja. Wenn ich nicht schnell genug bin, bin ich weg vom Fenster.
Okay, hol das Vieh, hol das Vieh. Ich lebe noch. Jetzt muss ich nur noch hier schnell hochkommen. Ich dachte, ich soll auf die... Weil es auf einmal nicht mehr weiterging, da dachte ich, ne? Wahrscheinlich... Ja, habe ich einfach nicht wieder richtig gedrückt, dass es doch noch weitergeht. Ja, ihr mich auch. Okay, hol das Vieh. Hol das Vieh. Sattel auf. Und los geht's. Jetzt hängt er da fest, oder was? Er hängt da fest. Das ist ja großartig. Und ich weiß nicht, wo ich... Okay. Geht doch. Noch. Muss ich da... Oder muss ich mit dem Wind? Ich weiß es nicht. Ist ja nur so für mich aus, als ob da was... Ja, wie schnell ist der Wind denn wieder weg? Okay. Wenigstens fangen. Ja, das wollte ich eigentlich ursprünglich. Mal wieder nicht getroffen. Inyuk pasyum malikatalo ka angulait ka o kilablo ni. Der rennt jetzt aber nicht hinter mir her, oder? Please not. Ich befürchte schon. Ich befürchte es. Klar, ich höre den doch wieder hinter mir. Sehr großartig. Oh nein. Ja. Meine Lieblingsbäume kommen auch wieder zum Einsatz. Das ist sehr großartig. Nein. Mit dem Ding weiter. Okay. Ich sehe schon. Ja, nimm ihn doch. Okay. Scheinbar muss ich da einfach wieder mit dem Wind springen. Nehme ich jetzt zumindest erstmal an. Ich wüsste sonst nicht, was ich sonst machen sollte. Das ist ja wieder hier. Ja. Super. Du könntest dich da oben vielleicht auch mal halten. Ja. Und tot. Ach, Leute. Das gefällt mir so gar nicht. Und da kannst du auch schon einfach... Okay. Ja, und wieso ist der Wind jetzt schon wieder so wenig? Alter Schwede, ne? Das ist einfach nicht zu fassen. Okay. Damit ich da noch mal ein bisschen rüber. Und der Wind sagt sich so, nö. Warum sollte ich auch? Alter, ist das wieder... Ist das wieder eine bescheuerte Stelle, ne?
So. Ohne Worte, einfach nur ohne Worte. Das ist, nee. Vielleicht können es andere besser. Mich nervt es gerade wieder. Das ist doch. Ernsthaft, das ist doch zum Kotzen. Kann ich denn da irgendwie. Nee. Ich kann das nicht rüberholen. Was wollt ihr denn von mir? Zumindest habe ich jetzt nicht die Möglichkeit gesehen, dass ich das rüberholen kann. Oh, das ist doch wieder einfach zum Kotzen, ist das doch. Sorry, aber muss ich. Ah. Okay. Dann ist okay. Dann habe ich nichts gesagt. Alles klar. Dann kommen wir jetzt ja mal ein bisschen weiter. Oh, ich sehe schon. Okay. Jetzt sind wir ja schon mal ein bisschen weiter als eben. Oh, Gott sei Dank treffe ich erstmal. Und du kommst hier ein bisschen nah bei. Genau, ich habe schon gedacht, es muss doch bald sicher wieder irgendetwas für ihn hier kommen. Nicht, dass es jetzt schon wieder daran scheitert. Okay. So. Ist ihm hier wieder. Alles klar. Die Passage könnte jetzt auch mal zu Ende sein. Das wäre echt cool. Ah, ich sehe schon. Muss ich den jetzt. Na. Muss der jetzt nicht drauf, oder? Das wäre uncool. Naja, okay. Schau mal. Na doch, jetzt. Ja. Nee. Ich sag da nichts mehr zu. Ich sag da wirklich nichts mehr zu. Ja, und was war das bitte? Ich bin ja noch nicht mal richtig. Nee. Vergesst es doch einfach. Kann ich den noch irgendwie. Okay. So. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn du dich jetzt nicht festhältst, ne, dann sind wir aber echt geschiedene Leute. Oh. Gott sei Dank. Nein! Och, nicht euer Ernst. Muss ich jetzt etwa den ganzen Weg jetzt so zurück? Ja. Das ist ja toll. Okay. Noch leben wir. Oh Gott. Oh, ich sehe es. Scheiße. Okay. Och, Wind, warum denn jetzt? Ah. Weißt du, jetzt kommt jeglicher Scheiß kommt jetzt zusammen. Das ist, nee. Ja, und jetzt kommt er auch schon. Das ist ja großartig. Ja, du, wie schnell soll ich denn bitte sein? Also jetzt mal ernsthaft. Okay. Okay, weiter. Immer weiter. Lauf einfach. Oh Gott, okay. Es scheint wirklich komplett zurückzugehen.
Zum Glück war die Passage mit den Geistern jetzt nicht so lang, weil ja. Fische? Ja. Okay, Moment, kann ich vielleicht mit ihm die Fische ziehen? Ja, kann ich. Okay. Alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Ach so. Fische wieder. Lauf. So, Fische wieder ziehen. Und weiter. Boah, das war wieder knapp wegen diesem verdammten Wind, ey. Okay, weiter geht's. Nee. Was? Okay, ich lebe noch. Wie auch immer ich das überlebt habe, aber ich lebe noch. Der Bär denkt sich jetzt auch, ja, jetzt vielleicht lieber nicht. Okay. Alter Schwede Bär, wenn du jetzt noch einmal kommst, ne? Okay, Leute, das war Never Alone. Wie fand ich das Spiel? Also grundsätzlich eine wirklich tolle Story und auch die Grafik finde ich wunderbar, auch die Lieder finde ich alles super. Nur manchmal ist dieses, ja, Try and Error und ja, fand ich ein bisschen nervig. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Nichtsdestotrotz für welche die Jump and Run mögen und so ein bisschen Denkspiele durchaus empfehlen,
empfehlenswert. Kann man nicht anders sagen. Also ich bereue es jetzt nicht, das Spiel gekauft zu haben. Nur manchmal, wie gesagt, war es für mich jetzt ein bisschen nervig. Das, wie gesagt, liegt jetzt nur an mir. Trotz allem kann ich das Spiel wirklich empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kurze Projekt. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht um die 10 Parts? Plus, minus? Wenn man mein Gefail noch mit einbezieht. Naja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, eure Katan.